even get some calls. Zweimal draufgeschlagen und fertig ist das Ding. Ja, komm, so. Und den noch. Ach, ich gehe jetzt schon mal zurück. Boah, einmal 360 Grad gedreht, ey. Oh, das tut mir mal eigentlich irgendwie leid, dass ich hier mal über dieses Grab drüber fahre. Aber naja. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Scheiße. Zack. Ist ein bisschen hier wie Autofahren damit. Lenkt sich nur ein bisschen doof, aber naja. Das wäre eigentlich auch voll cool, wenn man sich hier irgendwie so ein Auto bauen kann. Mit so, mit Steinrädchen oder so. Und dann wie Fred Feuerstein hier durch die Wälder düsen könnte. Wäre voll geil. Dann einfach mal so, wie bei GTA, dann vor dir so einen Mutanten flüchten und dann rennen die einem hinterher. Boah. Das wäre richtig nice. Oh, ich bin wieder außer Atem. Ich trinke mal eine Soda. Damit das was wird. Ah, zack. Baum fällt. So. Kackding, ey. Zack. Und den nächsten. Wow, what the fuck? Was ist hier mit diesen Bäumefällen los? Ach, ich finde das einfach schön, wie diese Bäume fällen. Wie diese Bäume fallen, nicht fällen. Boah, Alter. Naja. Und den nächsten. Ich finde, grafisch hat das Spiel echt viel zu bieten. Weil es sieht einfach nur schön aus. Ich bin gleich wieder außer Atem. Oh, Alter. Der hat echt Konditionsprobleme, der Junge hier. Der will doch überleben. Da muss es doch ein bisschen Motivation geben. Ich glaube, mehr passen nicht drauf, ja. Müssen wir den Weg doppelt gehen. Und hüpfen über das Grab hinüber. Zack. Wird das ganz schnell durchgezogen hier. Ich muss wieder so rumstehen, so rumatmen. Ich frag mich ja, ob die mit der Zeit verrotten. Alter, was hat denn der für Fußnägel, Junge? Da muss ich mal die Fußnägel schneiden. Digga. Seht ihr das? Krasser Scheiß. Siehst du, die könnten mir hier, keine Ahnung, irgendwas geben. Irgendwelche Naturrezepte oder irgendwie sowas. Und ich zeig denen, wie man sich ordentlich pflegt. Das ist doch ein Deal. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich brauche noch 10 Loks. Ach ja, ich muss ja noch ein paar Garten bauen. Daran habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Wo bleiben denn eigentlich endlich mal meine Freunde? Ja? Ich hab die schon so ewig nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht's denen noch gut. Muss mal vorbeischauen. Oh, hier steht wieder eine Pflanze, die wir einsammeln können. Seed collected. Krass, ja, wie Minecraft. So, Ausdauer ist voll. Okay. Wo kommen die Sticks auf einmal her?
hier so rumlegen. Ach, ein bisschen buggy ist das Spiel schon noch. Guck mal, das war in der letzten Version nicht so, in der 032. War das nicht so jetzt in der... Welche Version sind hier? 033D, ne? Ja, ich glaube schon. D oder sind wir schon in der E, Alter? Keine Ahnung, es kamen so viele Updates an dem einen Tag, als das rauskam. Also, ja, da kamen echt viele. So, komm schon, jetzt hau mal den Baum kaputt. Oh, geil, er hat gleich mal 5 Dinger gedroppt. Ich glaube, das reicht, oder? Sind das schon 10? Nee. Scheiße, einer fehlt. Verdammt. Was ist das? Ein Stick. Wir gehen dann auch mal auf den Berg da hinten drauf. Oh, es wird bald dunkel. Also glaube ich zumindest. Dann wird das der Baum. Also der ist auf jeden Fall der letzte Baum für heute. Und es ist windig an der Küste. Und der Baum, der ist ja jetzt wohl bald durch. Jawohl. Ich frag mich echt, wo die Buddies sind, ey. So. Da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Wo ist die Sonne? Ah, die ist schon da hinten. Die ist schon am Untergehen. Aber das hält uns nicht davon ab, weiter Bäume zu fällen. Und unsere Base. Also, eine einigermaßen gute Base erstmal herzustellen, um dann den Forest zu erkunden. Ich habe was gehört. Lieber schnell weiter. Ich glaube, manche Dinge, die man hier in diesem Spiel hört, wo man denkt, jetzt kommen sie, die bildet man sich nur ein. Die bildet man sich 100% nur ein. In Wirklichkeit ist da gar nichts. So, zack. So, vergraben wir hier mal schön die Pflanzen. Oh, jetzt habe ich wohl keine mehr, oder? Ich habe doch was zum Anpflanzen. Och, Manu. Coneflower. Flower. Ist das? Was ist das Unkraut? Muss man hier Unkraut? Muss man hier Unkraut jäten? Jetzt kann ich gar nichts mehr pflanzen. Das ist ja doof. Hier kann ich jetzt wieder was pflanzen. Hm. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen buggy. Aber naja. Hungry, find something to eat. Ja. So, habe ich gemacht. Oh, unser Koffer wieder. Der pinke Koffer. Alter, was passiert bei dem? Was geht bei dem ab, ey? Nicht voll die Epilepsies. Oh, der hat mal was getrunken. Jetzt haben wir hier noch 3 Loks übrig. Die packen wir mal hier rein. Ne, so. Und den parken wir mal hier rechts ein. Links. Hoppala. Parken wir mal hier ein. Und dann haben wir doch, würde ich sagen, eine solide Base. Erstmal. Vorerst. Und kriegt den aus der Luft? Jawohl. Federn. Federn. Können wir uns wieder Pfeile machen? Wie viel haben wir denn? 9. Brauchen wir noch eine Feder da. Ah. Der kann mit der Axt nicht schlagen, finde ich. Der war doch gerade hier, der Vogel. Verdammt! Wenn man stehen bleibt, dann kommen Vögel. Leute, er ist gerade durch meine Mauer durchgeflogen. Das habe ich auch schon mal mitgekriegt. Wenn man stehen bleibt, dann kommen mit der Zeit Vögel. Okay, der ist ein bisschen hoch, da komme ich nicht ran. Jetzt. Angriff! Scheiße. Ach ja, ich wollte auch mal, ich habe, mal irgendwo gelesen, dass man mit Zähnen und diesen Triceps hier kann man irgendwie die Axt verstärken.
Okay, krass. Was habe ich jetzt? Damage? Ich habe wahrscheinlich den Damage gesteigert. Davon gehe ich mal aus. Das ist ja eigentlich ziemlich eine geile Erfindung. Also eine geile Sache. Naja. Ach ja, stimmt. Ich kann keine Steine einnehmen. Aufnehmen. Einnehmen. Alter. Jawohl. So, gib mir Federn. Gib mir Federn. Habe ich jetzt 10 Federn? Nice. So. Ach nee, ich brauche 5 Federn. So, da erstmal ein paar Pfeile gemacht. Diesen Stein möchte ich nicht haben. Ob ich damit einen Vogel abwerfen kann? Schade, nur knapp verfehlt. Das wäre voll geil, wenn der jetzt runtergeflogen wäre. Ich hätte so gefeiert. Es ist noch nicht ganz Nacht. Wir müssen noch warten, bis wir schlafen können. Es ist irgendwie langsamer dunkel geworden. Sprachfehler hier am Start. Wir holen uns noch ein paar Schildkröten. Oh, hier liegt sogar noch Fleisch. Lol. Dann macht das Fleisch wieder einen Abgang. Nicht ins Wasser. Du bist mein Mittagessen. Oh. Wir haben sogar wieder einen Kopf gefunden. Und wir schieben einen Panzer vor uns her. So, hängen wir mal Fleisch wieder hier dran. Zack. Achso, ich müsste es mal equippen. Equipped, er ist. Jo. Und diese ständige Möwen, Alter, die nerven. Oh, jetzt wird's dunkel. Federn, Federn. Jawohl. Zack. 4 Federn haben wir jetzt collected. Collected. Alter Schwede. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in den nächsten Folgen. Haut rein, bis dann.